Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu The Last of Us. Wir Wo ist haben denn Leck? hier den kleinen Okay. Krieg hier. Oh, Sam! oh. Henry! Scheiße! Oh Sam! Gott. Alles okay? Ja, mir geht's gut. Sicher? Ja, alles gut. Los, mach! Gehen wir! Schneller! Gott. Sind einfach Oh zu viele. Gott. Sind einfach zu viele. Ich lebe. Jemand verletzt? Alles okay. Okay, machen wir, dass wir wegkommen. Kommt mit. Dann los. Scheiße. Ach du Scheiße. Halleluja. Ich glaub dir kein Wort. Im Ernst. Es war Tommys Geburtstag. Er wollte nichts anderes als zwei Harleys mieten und einfach losfahren. Oh, Mann. Das wäre das Größte, wenn ich fahren könnte. Nur um den Block. Wie war's denn? Es war gut, echt gut. Gut? Ist das denn zu glauben? Na los, Mann, ich will Details. Beschreib es. Wisst ihr was? Ihr zwei führt jetzt ein Männergespräch. Nein, Ellie. Es geht hier nicht um ein normales Motorrad, okay? Wenn du auf die Maschine steigst und den Motor spürst. Das ist echt einmalig. Ach ja, und woher willst du das wissen? Ich hab davon geträumt. Alles klar. Ich glaube nicht, dass einer von unseren Leuten kommt. Ja. Das Schlimmste daran ist, es Sam zu erklären. Tja, was soll ich sagen? Die zwei haben sich gesucht und gefunden. Was machst du? Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben. Verstehe. Und wie sieht es mit den Dosen Pfirsichen aus? Hat Henry dich geschickt? Nein. Warum soll Henry mich schicken? Damit er sicher ist, dass ich keine Scheiße baue. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Und ganz besonders du. Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Okay. Tja, dann gute Nacht. Warum hast du nie Angst? Wo hast du das denn her? Dann sag mir, wovor. Mal sehen. Skorpione sind gruselig. Allein zu sein? Ich habe Angst davor, allein zu leben. Was ist mit dir? Die Dinger da draußen. Was, wenn die Menschen noch da drin sind? Wenn sie gefangen sind, ohne Kontrolle über den Körper? Ich habe Angst, dass mir das passiert. Okay. Zuerst mal, wir sind ein Team. Wir helfen uns gegenseitig. Und zweitens, sehen sie vielleicht noch wie Menschen aus, aber niemand steckt mehr in ihnen drin. Mein Bruder sagt immer, dass sie gegangen sind. Zu ihren Familien. Wie im Himmel.
Glaubst du, das stimmt? Tja, ich weiß auch nicht so genau. Ich meine, ich würde es gern glauben. Du tust es aber nicht. Nicht wirklich. Ja, ich auch nicht. Oh, jetzt hätte ich's beinahe vergessen. Ich hab ja noch was. Da. Wenn er nichts davon weiß, nimmt er ihn dir nicht weg. Okay, ich bin müde. Wir sehen uns morgen. Oh Gott. Er wurde erwischt. Oh. Oh Mann, das riecht gut. Guten Morgen. Wo ist Sam? Ich lasse ihn erstmal ausschlafen. Huh. Naja, wenn du ihn vermisst, kannst du ihn ja aufwecken. Okay. Sam? Sam! Was ist los? Oh shit, der verwandelt sich! Das ist mein kleiner Bruder! Scheiß drauf! Hey, Ellie, bist du okay? Oh mein Gott. Sam. Oh nein. Sam. Oh Gott. Henry. Ellie, bleib da. Henry. Henry, was hast du getan? Du gibst Sam. Mir jetzt deine Waffe, okay? Oh, okay, ruhig. Das ist deine Schuld. Niemand ist daran schuld, Henry. Es ist alles deine Schuld. Henry. Henry, nicht. Oh Gott. Oh Gott. Fall? Oh Gott. Jackson County. Dann sind wir bald in Jackson City, ja? Wir sind nur noch ein paar Meilen. Oh Gott. Du nicht auf deinen Bruder? Ich will einfach ankommen. Aufgeregt? Ich weiß nicht, was ich fühle. Oh Gott. Ja, damit haben wir die dann auch verloren. Das ist natürlich echt ätzend. Ich meine mal, zu viert war es halt besser, aber naja, ist halt nicht anders machbar gewesen, ne? Sehe ich hier unten irgendwas? Also hier liegt auf jeden Fall noch eine Pistole, hui. Eine Pistole mit Dingsgewehr. El Diablo. Ah, okay. Mit Snipe-Gewehr. Schon mal interessant zu wissen. Apropos, wir müssen auf jeden Fall Heal Packs noch herstellen wieder. Hatte ich ja ziemlich verbraucht letzte Folge. Ja. Tja, so viel dazu. Wir folgen dem Fluss, dann kommen wir direkt zu Tommy. Ja, komm. Okay, wir müssen nach hier unten.
Yep. Was ist zwischen euch vorgefallen? Was meinst du? Du und Tommy. Ihr habt euch getrennt, also muss was passiert sein. Wir hatten ein paar Unstimmigkeiten, mehr nicht. Oh, wusste ich doch. Worum ging es dabei? Tommy hat seine Meinung, ich habe eine andere. Und darum war er bei den Fireflies. Ja, deine Marlene versprach ihm Hoffnung. Das hat ihm zunächst genügt, aber wie er so ist, hatte er bald genug davon. Wie war es bei eurem letzten Treffen? Ich glaube, seine letzten Worte waren, ich will deine verdammte Fresse nie wiedersehen. Puh. Und wer soll uns helfen? Das werden wir wohl bald rausfinden. Tja, ob mit oder ohne ihn, wir schaffen das. Gehen wir weiter. Genau. Ob mit oder ohne ihn, wir schaffen das. We do that. Schön Ausschau halten, falls hier noch irgendwas liegt. Ich dachte jetzt, da steht ja ein altes Wasserkraftwerk. Ein Wasser was? Es nutzt die Strömung des Flusses und macht daraus Elektrizität. Wie macht es das? Ich weiß, was es ist. Ich weiß nicht, wie es das macht. Okay. Wie kommen wir da? Das ist ganz einfach. Wasser fließt durch dich und treibt riesige Dings mit an. Riesige Turbinen mit an und die machen dann dementsprechend, dass du als so. Ja, das war die Hälfte. Wenn wir das andere hochkriegen, kommen wir rüber. Das Problem ist, das andere ist auf der anderen Seite. Ergo, wir müssen mal schauen. Na komm. Okay. Schauen wir uns mal hier durch. Uiuiuiuiuiuiui. Money. Ah, das gefällt mir doch jetzt schon wieder. So, ein Messer herstellen schnell noch. Und man weiß ja nie, wann man von Klickern oder so angegriffen wird, ne? So, das ist so, hier komme ich leider in dem Sinne nicht weiter. Huch, wieso ist die denn darüber gehüpft? Ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt wieder hier schwimmen muss. Glaubt nämlich auch, die Strömung ist zu stark, um zu schwimmen. Beziehungsweise da drüben komme ich gar nicht hin. So ohne Dings. Wenn man mal bedenkt. Weil wenn ich schwimme, kommen ja gar nicht da hinten hoch. Kriege ich irgendwie hier hinten? Komme ich hier hinten irgendwie rüber? Irgendwo. Sieht nicht so aus. Ist dann natürlich sehr doof. Ich bin gerade ein bisschen planlos. Also sie steht hier. Das heißt, sie will irgendwie... Es muss ja irgendwie was
hier zu tun haben. Ich versuch's einfach mal. Ich überleg mir was. Warte hier. Mal schauen, ob ich hier irgendwo rankomme. Also Strömung ist auf jeden Fall nicht so stark. Frage ist, komme ich da irgendwie lang? Weil hoch komme ich auf gar keinen Fall. Auch hier nicht. So ein bisschen schwimmen, ne? Vielleicht ist hier irgendwo was im Ding angespült. Mal gucken. Okay, hier hinten komme ich nicht mehr weiter. Das heißt, ist hier irgendwas unter Wasser? Das kann natürlich gut hinkommen, dass ich unter Wasser irgendwas habe. Auf jeden Fall haben wir da Fässer und ein Stück Haus, was ich mal, wo ich mal tauchen kann, um mal zu gucken, was da unten drin ist. Nichts, wenn ich es richtig sehe, nichts. Wenn ich es richtig sehe, ist da nichts Wirkliches drin. Puh. Okay. Und nochmal runter. Ah, okay. So viel dazu. Ich muss das unter Wasser lösen. Das finde ich gut. Das haben sie gut gemacht, tatsächlich, in dem Spiel, dass sie nach einer gewissen Zeit, wo man rumrätselt und nicht weiterkommt, dann doch mal so ein Dings bekommt. Mal so ein Hinweis bekommt von wegen, hey, du, Okay, Ellie, du musst jetzt... Ich weiß, steig auf die Scheißpalette. Ah. Steig auf die scheiß Palette. Genau. Pluck. Ei, Kleine. Oh. Vielleicht nicht zu sehr. Sonst. Könnte sonst doch noch baden gehen, die Kleine. So, dann ja, los, dreh das Ding. Aber lass mich erstmal rüber. Ach, Gott sei Dank. Fuck. Na bitte. Geht doch. Hey, sei vorsichtig da drauf. Na klar. So. Allerdings. Na komm. Allerdings würde ich sagen, war es das erstmal für diese Folge von The Last of Us. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es denn weitergeht, hier an dieser Stelle.